Jo, liebe Leute, ich bin Desi und willkommen zu einem neuen Video. Der heutige Notification-Shoutout geht an Glitzer, Einhorn, Regenbogen, Natascha, Peakhouse und an Gina Live. Danke, 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 dass ihr die Glocke aktiviert habt. Wenn ihr in meinem nächsten Video vorkommen möchtet, einfach Abonnent von mir sein, die Glocke daneben aktivieren und einen Kommentar lassen mit dem Hashtag Glocke aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, aber ich habe mal vor ein paar Monaten, das war echt ewig her, ich schau mal kurz nach, wann das war. Das war ewig her. Ich habe Ende Oktober 2018, kurze Anmerkung, wir haben jetzt das Jahr 2019, habe ich Instagram bestimmen lassen, was ich auf Wish bestellen soll. Ich meine, ich glaube, die meisten von euch haben einfach vergessen, dass ich das mal gedreht hatte und dass ich da mal Sachen bestellt habe. Für einzelne Leute haben wir aber auf Instagram geschrieben, so, yo, Desi, wann kommen denn die Produkte an? Und ja, Großteil der Produkte ist auch angekommen, aber ich habe die ganze Zeit noch auf ein Paket gewartet. Deswegen habe ich dieses Video einfach nicht gedreht. Also knapp 3 Monate sind jetzt vergangen und ich habe immer noch das 4. Paket nicht bekommen. Ich werde jetzt erstmal mit euch die Sachen auspacken, die ich bekommen habe. Ich habe einfach schon fast vergessen, was ich alles bestellt habe. Und dann werden wir mal gucken, welches Paket fehlt. Und dann gucke ich am Ende des Videos nach, ob das jemals verschickt wurde oder ob das vielleicht wirklich einfach vom Zoll geschnappt wurde. Weil das passiert ja oft, dass viele Sachen, die man halt online irgendwie aus China oder so bestellt, eigentlich nicht ganz erlaubt sind in Deutschland. Und deswegen werden die einfach mal zack. Einfach vom Zoll, einfach in die Mülltonne geworfen und die kommen einfach nicht bei mir an. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn das Paket dann schlussendlich ankommt. Soll ich dann ein Video machen, wo ich nur einen Teil unboxe? Ein Ding. Hier, das verlorene Paket. Hier sind auf jeden Fall meine Päckchen, die angekommen sind. Die liegen hier einfach schon seit Ewigkeiten in meinem Zimmer. Ja, wie ihr sehen könnt, es sind nur 3 Sachen. Das macht mich voll traurig. Ich bin echt gespannt zu erfahren, welches Paket es nicht in meine Wohnung geschafft hat und warum vielleicht. Ich fange jetzt einfach mal an, die Sachen auszupacken, die ich bestellt habe. Okay, vielleicht hätte ich eine Schere mitnehmen sollen für dieses Unboxing. Ich mache einfach... Oh, das ist der Mülleimer. Oh, der sieht voll hübsch aus. Oh mein Gott! Alter, ist der pretty! Ja, yeah. Ihr habt nämlich entschieden, ich soll mir einen Mülleimer auf Wish bestellen. Natürlich hatten die nur so kleine Mülleimer, aber voll süß, Leute. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Das passt auch einfach perfekt. Weil, guck mal, das kann man so rollen dann noch. Wenn ich es dann wegtragen will, dann muss ich das so... Oder muss ich das so schieben? Ja. Yeah. Geil! Ey, Leute, guck mal, da kann man das so auch... Ah, ist das süß! Guck mal, kriege ich meine Abspring-T-Shirt, kann ich dann hier so, zack. Wenn der Müllmann einmal die Woche kommt, kann er das da so weg. Okay. Ich habe hier oft so Müll rumliegen, dann kann ich hier einfach, guck mal, einfach so da rein. Okay. Mir fehlt halt wirklich ein Mülleimer in meinem Zimmer. Jetzt habe ich halt so einen Mini-Mülleimer, so einen Tischmülleimer. Irgendwie geil. Oh, ich sehe aber gerade, dass es kaputt ist. Oh mein Gott. Ich habe einfach, oh mein Gott, warum ist das denn das? Oh mein Gott, das ist ja ultra kaputt. Guck mal, seht ihr das hier? Das ist einfach kaputt. Das ist halt so typisch Wish, ne? Dass ich einfach kaputten Mülleimer kriege. Naja, ihr wisst, man kann nicht die beste Qualität erwarten. Immerhin sieht der Rest heile aus und das hier funktioniert. Das ist das Wichtigste. Okay, ich glaube, das hier ist der Hoodie. Ich weiß auch nicht. Ja, da steht Hoodie drauf. Wisst ihr noch? Ich habe so einen Katzenhoodie bestellt mit so süßen Öhrchen und so. Da muss ich halt meinen geilen Panda-Hoodie ausziehen für. Aber Leute, was muss, das muss. Ich glaube, ich habe noch nie Klamotten von Wish bestellt. Das ist jetzt mein erstes Mal. Ey, das sieht voll cool aus. Alter. Ja, okay. Der Stoff fühlt sich echt nicht gut an. Also wenn ich das jetzt, ohne jetzt Werbung für mein Merch zu machen, aber wenn ich das jetzt mit meinem Pulli vergleiche, der einfach so weich ist, das fühlt sich schon... Okay. Der Stoff ist echt billig. Ich verstehe, warum man keine Klamotten auf Wish bestellen sollte vielleicht. Nichtsdestotrotz... Oh, der ist dreckig. Hä? Ich habe einfach einen dreckigen Pulli bekommen. Weiß nicht, ob ihr das seht. Der hat hier so Flecken einfach. Das ist mein Müll einfach runtergefallen. Nein! Darf nicht noch mehr kaputt gehen. Probier jetzt den Hoodie an, der sich echt nicht gut anfühlt. Ich krieg davon Gänsehaut. Ah, okay. Vielleicht hätte ich den nicht bestellt. Egal, ich probiere jetzt trotzdem an. Der sieht nämlich echt süß aus eigentlich. Süß! Oh mein Gott! Sieht schon sehr cute aus irgendwie. Also okay. Boah, der Stoff fühlt sich echt nicht so gut an. Ich habe mir halt schon was bisschen Besseres erwartet, weil ich glaube, der war jetzt auch nicht so ganz günstig. Aber an sich ist das halt schon ziemlich cute, ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man Sachen aus China bestellt, dass die halt viel cutere Sachen haben, finde ich, als in Deutschland. Schade, echt. Ich kann jetzt meinen Mülleimer hier benutzen. Aha. Ich glaube, das ist der Gucci-Rucksack. Der Fake-Gucci-Rucksack. Krass.
Warte mal, das heißt, mein Donald Trump Toilettenpapier hat es nicht geschafft. Hä? Warum? War das zu sehr ein politisches Statement? Voll strange. Ich hätte nicht gedacht, dass von all den Dingen mein Donald Trump Toilettenpapier nicht ankommt. Okay, Leute, Gucci Mucci, oh mein Gott. Der fühlt sich auch eklig an. Aha. Ja. Sieht aber ganz cute aus irgendwie. Wie ist der Reißverschluss? Der ist gar nicht mal so schlecht. Und? Sieht er aus wie Gucci? Ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass er sehr Gucci-mäßig aussieht. Ist das grün ein bisschen zu dunkel? Ist das nicht ein bisschen heller bei Gucci? Ich weiß es nicht. Das muss ein bisschen länger sein, weil coole Kids tragen den ein bisschen länger. Zumindest damals, wo ich zur Schule gegangen bin. Süß! Was sagt ihr? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand mir abkauft, dass der echt ist. Einfach nur, weil das hier schon irgendwie so ein bisschen billig aussieht. Und der fühlt sich halt auch nicht sehr teuer an, das muss man auch sagen. Also der Stoff, man sieht auch, also das wird mir, glaube ich, niemand abkaufen, dass das ein echter Gucci-Rucksack ist. Ich weiß auch nicht. Ja, also das habt ihr mir so geholt von Instagram, danke an dieser Stelle. Ich werde wahrscheinlich all diese Sachen hier verlosen, einfach weil, ich weiß nicht, irgendwie kann ich damit nichts anfangen gerade. Außer, also von den drei Sachen, die ich jetzt von Wish bekommen habe, finde ich tatsächlich den Mülleimer am geilsten. Das fühlt sich halt auch nicht so gut an. Das fühlt sich halt gut an. Aber ich hatte ja vor, eine Wish-Verlosung zu machen. Da werde ich wahrscheinlich all die Sachen verlosen. Wenn ihr überhaupt Bock drauf habt, ihr habt mal geschrieben, dass ihr Bock drauf habt, obwohl ich clearly sage, dass all die Sachen, die ich verlosen werde, einfach nur Müll sind. Und ihr habt ja zu Müll gesagt, deswegen werde ich wahrscheinlich Müll verlosen. Yay! Ob mein Trump-Toilettenpapier jemals ankommt, das weiß ich nicht. Ich gucke jetzt mal kurz nach, was hier Stand der Dinge ist. Okay, und zwar habe ich jetzt gerade auf der Seite von Wish nochmal geguckt bei meinen Bestellungen. Und da habe ich vor 27 Tagen, also vor knapp einem Monat, eine Benachrichtigung bekommen, wo drauf steht, wir möchten dir mitteilen, dass deine Bestellung etwas verspätet eintreffen kann. Bitte gib uns Bescheid, falls du diese Bestellung schon erhalten hast. Ich habe es nicht erhalten. Ich weiß nicht, ob es jemals ankommt. Wenn ja, dann halte ich euch natürlich up to date. Folgt mir am besten auf Instagram, weil dann werde ich mein Donald Trump Toilettenpapier dort für euch unboxen. Falls es irgendwann mal ankommen sollte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Zoll wirklich das einfach eingesteckt hat, weil sie es vielleicht selber geil fanden oder so. Ich weiß es nicht. Sagt mir auf jeden Fall, ob ihr Bock auf mehr Wish-Videos habt. Wenn ja, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ich bestellen soll oder wie ich es bestellen soll. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo und die Glocke natürlich zu aktivieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Mua, 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 mua.